Cheerio. Ich würde mich aber gerne einfach nur ausruhen. Ach, schon wieder neue Talente. Ich skill das jetzt einfach so. Klack, klack, klack. Und das ist alles cool. Ausdauer. Starker Stahl. Stahl. Starkes Silber. Gutes Silber. Bis mittags, weil mittags ist die schönste Zeit und wir sind ja eh fast fertig. War noch irgendwas außer Roben? Ach ja, und dann Steven, genau. Und dann kann ich weiter. Nochmal Gossip. Probier es einfach nochmal mit dem. Mit dem Bier? Nee, schade. Was ist das denn hier? Falco? Habe ich im Spiel noch nie gesehen. Der Ring. Ich probiere jetzt wenigstens die paar Sachen nochmal durch. Weil andere Spieler haben auch auf jeden Fall geschrieben, dass sie alles probiert haben. Jetzt könnte ich auch mein Schwert endlich aufwerten. Das macht aber danach eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ja, sie will halt nicht. Hier so Norris Hexer. Es geht um den Flüchtigen. Habt ihr schon etwas rausgefunden? Ich habe Rovens Versteck gefunden. Hast du den Bastard umgelegt? Fast, aber er ist geflohen. Was? Wie kam es dazu? Er ist gesegelt, Raft, naja, er ist mit einem Floß den Fluss hinab. Du verdammter Butcher, ich denke mal Butcher meint er, verdammt, oder du dummer, du Idiot, Punkt, verdammter Idiot. Jetzt muss ich die ganze Jagd nochmal aufnehmen, geht mir aus den Augen. So. Hier hätte man ja im Hauptspiel, denke ich mal, hätte man hier nochmal sagen können, okay, ich verpfeife ihn trotzdem. Mir fehlen 200 Dinger. Nee, du nicht. 200 Orens. Wo ist denn hier die? Ach hier, direkt vor mir. Weg damit, weg damit. Weg damit. Ach guck mal, sie kauft doch Schmuck. War vielleicht gar nicht mal so schlau, dass ich den am Anfang gekauft habe. So, Steven. Was wollt ihr? Wegen der Brücke. Habt ihr Geld für mich? Ja, hier sind 3000 Euro für die Reparatur vom Dive. Keine Ahnung. Von der Brücke halt. Endlich sagt mal jemand wahre Worte. Na schön, ich werde mit der Brücke anfangen. Ich muss warten, bis die Brücke fertig ist. Ich würde sagen, ich warte jetzt einfach noch mal bis zum nächsten Morgen. Dann gehe ich mal hin zur Brücke. Und wie schwer bewaffnet ich hier auch gerade am Rumlatschen bin, ne? Krasser Scheiß. So. Da ist nochmal wieder eine Lena. Eli ist nicht fertig, Kollege. Vielleicht hat er auch einen internen Timer. Also, vielleicht hätte ich bis nachts warten sollen, hätte ich da jetzt hinrennen können. Hab ich gehabt. Ich könnte dem Schmied jetzt noch mein neues Schwert verkaufen, aber ist alles unnütz. Denn wir müssen ja nur noch zur Brücke. Hier ist übrigens auch wieder ein Wegschrei. Ich glaube, der war im Hauptspiel auch nicht hier. Also im Hauptspiel war hier keiner. So. Nicht hier würde implizieren, dass der woanders war. Aber dennoch vorhanden. Ja, okay, war er ja auch im ersten Kapitel, aber er war halt nicht hier. So, aber in dem Abenteuer wurde nicht gelogen. Ich hatte noch eine ganze Menge zu tun. Ich hatte auch noch eine ganze Menge Spaß. Echt nicht schlecht, muss ich schon sagen. Das ist die. Sack. Pennt der oder was? Ja, Hexer? Hast du die Brücke repariert? Noch nicht, komm später wieder. Ernsthaft?
Okay. Okay. Ich gehe nämlich davon aus, wenn es ein Intro gab, gab es auch ein Outro. Dann hätte ich jetzt gedacht, okay. Ich vermute einfach mal, dass man nicht so lange warten muss. Ich gehe davon aus, dass er die schon repariert kriegt. Bin gespannt. Also morgens sieht das hier echt aus wie nachts, aber wir sind halt auch mitten in der Pampa, aber keine Stätte in der Nähe, wo Licht herkommen könnte. Halt das Dorf, aber das ist halt unglaublich. Vor allem werde ich davon müde, wenn ich hier so durch die Pampa renne. Ich bin übrigens die falsche Richtung laufen. Und dann die Berge. Also es ist schon echt gut in die Umgebung eingepasst, weil es ist ja nun mal im Norden, da sind auf jeden Fall Berge. Ich habe jetzt vergessen, wie das Gebirge hieß, aber ich weiß zumindest, wo es auf der Karte ist. Ich müsste nochmal ins Haus von dem Feind da, der Hand. Ich habe schon seinen Namen vergessen. Spricht echt für meine Vergesslichkeit. Oh, die Brücke sieht ganz aus. Sie ist ganz. Ich wollte schon sagen, das ist doch nicht seine Reparatur. Aber ich glaube, vorher war die kaputter. Was ist los? Wie geht's mit den Reparaturen voran? Fick dich, jetzt schlafe ich, komme am Morgen wieder. Es ist morgens. Warum sind die Berge dann in Grün? Ist das ein Bug? Soll das Licht sein? Nordlicht? Okay, also ich soll am Tag wiederkommen. Kurz gesagt. Morgens sieht hier echt fast aus wie mittags. Mit den Bergen hat was, sieht halt nicht wie viel. Es sieht wirklich aus wie so gerade das Licht, was so aufgeht. So. Der Typ macht es einem echt nicht leicht, wa? Aber er hat jedes Mal was anderes zu sagen. Das hält halt die Hoffnung. Aber es wirkte wenigstens so, dass es mit der Brücke vorangeht. Also zumindest ist es eine Brücke, die man gerade als Hexer überqueren könnte. Vor allem ist hier doch gar kein Wasser, oder? Er steht oben auf der Brücke. Ach, fick dich, er arbeitet immer noch, wa? Leco mio, Kollege. Ja, hier, guck mal. Okay, man kommt da halt schwer hoch. Ein Hexer kommt da hoch. Ja, Hexer, hast du die Brücke repariert? Es ist einfach nur ein gestopftes Loch, denke ich jetzt einfach mal, aber es sollte fürs Erste reichen. Du kannst schon mal auf die andere Seite rübergehen. Diese zwei Bretter, willst du mir echt erzählen, ich habe 3000 Euro bezahlt dafür, dass du eine Fußgängerbrücke daraus aus zwei verrotteten Brettern gebaut hast? Willst du, dass ich sie wieder wegnehme? Ach, hau ab und fick dich. Nee. Das ist halt sowas wie Enemine, aber. Nein. Du schon wieder? Was? Ich wollte nur sagen, dass du einen großartigen Job hast. Diese zwei Bretter dahinlegen brauchte echte Fähigkeiten. Fick dich. Ah, okay. Hexer! Ja? Die Planke, die ich da gemacht habe, ist ein bisschen instabil. Wenn du drüber läufst, wird sie wahrscheinlich einbrechen und du wirst wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ich habe noch ein paar Dinge hier zu tun. Ja, ist einfach nur, um Quests abzugeben, aber. Und hast du es dir anders überlegt? Ich muss endlich weiter. Leb wohl. Er lässt mich nicht mehr drüber laufen. Das Tal war nicht so friedlich wie gedacht. Es scheint so, als. Keine Ahnung. Geralt, beruhig dich genug von dieser Melancholie. Du musst weiter nach Lanexeter. Eine Story von Raphael Magun-Biliki. Implementation von Raphael Magun-Biliki und das dritte kann ich nicht lesen, weil es viel zu schnell geht, selbst wenn man halbwegs firm im Englischen ist. Ja,
Also anhand des Namens würde ich schon fast sagen, es war zumindest kein englischsprachiger. Dafür war es wirklich sehr gut. Es waren wenig Fehler drin, vor allem Schreibfehler, die hier stören. Mich hätte noch gefreut, wenn man was mit der Klatschtante da hätte machen können. Hat jetzt aber auch nicht großartig gestört, dass es nicht drin war, aber es wäre so, dann hätte das komplett rauslassen können. Man musste ja nicht unbedingt bummern. Aber hätte man ihr halt wenigstens diesen Siegelring des ewigen Feuers geben können. Oder von mir aus auch nur irgendwas, was man später beim Endboss hätte finden können. So genauso wie bei Lena. Also manche Sachen waren nicht so gut geordnet. Also, was ich an Scheiß gefunden habe, hätte man. Entweder war das Inventar einfach nur lose zusammengeworfen oder es war halt nicht gut durchdacht. Eins von beiden. Beides ist doof. Also, man hätte halt viele Sachen früher finden können, vor allem die Runen. Man hatte viele Optionen, hätte wirklich ein großes Abenteuer draus machen können. Aber auch ohne das wäre mir dieses Abenteuer auf jeden Fall ein bisschen was wert gewesen. Halt jetzt nicht viel Geld, aber wie gesagt, in so einem kompletten DLC für alle fünf hätte ich ein bisschen Geld ausgegeben. Das hätte auf jeden Fall meine Kaufeinstellung positiv beeinflusst. Wie gesagt, wenig grammatikalische Fehler, dafür sich wiederholen, da hätte man wenigstens mal einen Kumpel, der Englisch kann, und ich glaube, heutzutage hat jeder irgendeinen Bekannten, der gut Englisch kann. Ich habe das Glück, dass ich dieser Bekannte dann immer bin. Es ist aber halt so, also es hätte nicht sein müssen, es macht ein bisschen was für mich kaputt. Ich stehe halt in so Sachen auf Ästhetik. Ich finde es auch bei Frauen beispielsweise, jetzt mal ein gutes Beispiel, abturnt, wenn man mit denen irgendwie chattet oder so oder simst und die dann einen Fehler nach dem anderen raushauen. Es ist abturnt, und wenn es halt nun mal deine Freundin ist oder so und du mit der halt mal so ein bisschen schnackselst, ne, und du kaum weißt, was sie dir da sagen will, weil es total das Kauderwelsch ist, voller Fehler, ist nicht ganz so geil, finde ich. Und genauso ist es halt bei vielen Sachen, also alles, was Ästhetik angeht. Romantik ist Ästhetik und Spiele sind natürlich auch Ästhetik, und das macht eine Menge kaputt. Sonst, das Spielgefühl war super, ist sowieso mein Lieblingskapitel, aber das mal aus dem Vorgenommen, es hat Spaß gemacht. Die Quests haben aufeinander aufgebaut, man musste nicht hin und her und ohne Sinn. Das hatte wirklich das Witcher-Feeling, dass man Quests gemacht hat, die auch Sinn gemacht haben, die ein bisschen ineinander verworren waren, wo man auch ein bisschen sich entscheiden konnte. Ein paar Entscheidungen gegen Ende haben mir halt gefehlt, dass man sagen hätte können, okay, ich verpfeife ihn doch. Oder dass ich zum Beispiel gar nicht diesen Pfeil aufgeklärt hätte und dafür Rowan umgefickt hätte. Aber wahrscheinlich hätte ich den Rowan getötet und trotzdem noch den Endboss töten müssen, weil der war so krass inszeniert. Ich glaube, der war so oder so als Endboss geplant. Ja, dass halt die Details so ein bisschen besser gemacht wurden. Also mit der Klatschtante, dann die Inventare der Leute. Also manche Sachen waren einfach zu überfüllt. Es hätten halt Inventare sein müssen, die wirklich für so ein kleines Abenteuer gut zusammenpassen, und dass halt man nicht beim Endboss den ganzen geilen Shit findet und dann eigentlich schon fertig ist mit seinen Quests. Weil die meisten spielen halt auch Rollenspiele wirklich erstmal Nebenquest, 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 und wenn man dann alles fertig hat, geht man zur Endquest. Und das Ding ist halt, hier nach diesem Modus hätte ich halt nach der Endquest noch meine Nebenquests machen können mit total geilen Tränken und so, was mich aber ein Scheiß interessiert hat. Oder hätte, weil ich ja eh alles vorher hatte. Das ist vielleicht nicht ganz so durchdacht gewesen, weil nach einem Endboss braucht man gar nichts mehr. Also es ist kein Skyrim, da hat er sich aber, glaube ich, ein bisschen abgeguckt, vor allem mit den Sachen, die überall rumlagen. Oder halt Oblivion, irgendeinem Elder Scrolls Spiel halt. Von mir aus auch Morrowind, wie auch immer. Und da hätte man halt auch das ein bisschen umändern können. Sonst hat es Spaß gemacht, es war halt auch krass übertrieben. Ihr habt es ja gesehen, in dem ersten Bonusabenteuer haben wir Harvey gekriegt und hier haben wir das Runensiegel bekommen, was wir eh nicht mehr gebraucht haben. Also es ist auch ein bisschen doof. Die Runen ein bisschen zu spät, man hätte sich vielleicht für den ganzen Scheiß so ein Runenschwert machen können. Die Kämpfe waren schön knackig, fand ich cool. Aber ihr habt ja gesehen, mir haben Tränke gefehlt, mir haben Runen gefehlt. Ich wusste nicht, was das für Öle waren. Da hätte ich vielleicht. Er hat es doch am Ende richtig gemacht. Er hat mir das Rezept für Absudrafaz des Weißen gegeben, damit ich weiß, dass es auch dieser Trank ist. Bei den Ölen wusste ich das nicht. Beim Absudrafaz habe ich es noch selber gewusst, aber das ist halt meine eigene Nerdigkeit. Das hätte aber halt für nicht so nerdige Spieler wie mich noch ein bisschen besser machen können. Ja. Das sind so die Kritikpunkte. Es ist aber halt auch kein großer Entwickler. Also für ein Community-Abenteuer sehr, sehr gut. Hier und da ein paar kleine Lücken, aber auf jeden Fall spielenswert, auch wiederspielwert. Ich sag mal so, für mich als Witcher-Fan
gehört eh immer alles dazu. Aber ich sag mal so, wäre ich jetzt nicht so ein großer Fan, würde ich auf jeden Fall dieses Abenteuer vielleicht nochmal spielen, aber das erste dafür nicht. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich will jetzt nicht wieder das Ende hier so voll quatschen. Das war es auf jeden Fall für heute mit The Witcher. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Anschluss noch ein Abenteuer oder zwei oder drei aufnehme. Wobei es ist schon so spät, eigentlich kann ich durchmachen, kann ich auch die Abenteuer zu Ende aufnehmen. Und dann habe ich The Witcher 1 erstmal vorerst hinter mir. Dann kann ich mich erstmal auf meine Klausuren konzentrieren und danach dann The Witcher 2 anfangen. Es klingt eigentlich gar nicht so schlecht in meinem Kopf. Ja, es kommen noch drei Community-Abenteuer, dann sind wir auf jeden Fall durch. Das ist auf jeden Fall erstmal mit The Witcher. Mal gucken, wie es für mich heute weitergeht. Für euch geht es ja in der nächsten Folge mit dem nächsten Abenteuer weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Und dann wächst die Community der Glückspilze. Ich freue mich schon immer, dass so zwei, drei Leute öfters kommentieren, wo ich auch schon die Namen kenne. Das freut mich wirklich sehr und es würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn diese Community größer wird, weil dann können auch mal ein paar Leute unter euch in der Community quasi ein bisschen miteinander reden. Ich antworte natürlich auch immer schön auf meine Kommentare. Ich bin natürlich fleißig, was das angeht. Ja, wie gesagt, das war's für heute mit The Witcher und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao, ciao.